Ecke. Ecke hat sich dieses Jahr vor allem um Zeitpläne und um die Videoaufzeichnung gekümmert. Ich glaube, in dieser Mission ist auch gerade unterwegs. Dann haben wir den Florian. Ich hoffe, mein Gast ist da. Florian. Florian gestaltet maßgeblich unsere heutige Abendgestaltung mit. Sein mit hier. Dann haben wir den Reinhard hier von der Uni. Immer dann, wenn ihr Probleme habt mit dem WLAN und ihr es nicht so richtig hinkriegt, sondern euch fehlt, dann ist Reinhard der Richtige für euch. Außerdem weiß Reinhard, wo die einzelnen Räume sind. Inzwischen ist auch Ecke eingetrudelt. Dann ist im Orga-Team der Tobias Struckmeier. Ich glaube, der regelt hier. Ah, der kämpft noch mit den Zetteln. Wir werden den Prozess optimieren. Tobias hat sich vor allem um die Sponsorenbetreuung gekümmert und ihm ist es maßgeblich zu verdanken, dass wir nahezu alles, was es auf dieser Konferenz an leiblichem Wohl zu erfahren gibt, für uns kostenfrei erhalten. Wir haben eine Vielzahl von Sponsoren. Tobias war der in den meisten Fällen den Abschlusstag gestellt hat. Dafür sind wir ihm sehr dankbar. Dann haben wir noch den Markus. Der ist auch irgendwo. Alles klar. Markus kämpft mit der Technik, der ist derjenige, der unsere Server am Laufen erhält, am Leben erhält und irgendwie dafür gesorgt hat, dass wir nicht nur einen Blog, sondern auch ein Wiki haben. Der wäre jetzt auch, wenn es jetzt Fragen rund ums Wiki gibt, glaube ich, der, den man am besten anspricht. Das Orga-Team, eine Person fehlt, der EDUA ist heute nicht da, der ist auch zur Uni Hamburg. Der hat uns letztes Jahr diesen Erstkontakt mit der Uni erhöht. Ich habe das auch dieses Jahr wieder eingesiedelt, der ist leider mit Magen-Darm zu Hause. Und wir haben beschlossen, da soll er auch lieber bleiben. Er soll morgen gesund sein. Okay. Das zu dem ihr diese Veranstaltung verdanken habt. PHP Unconference haben wir letztes Jahr schon gemacht, rund um PHP und freie Software im weitesten Sinne. Es ist eine Unconference. Unconference heißt, ihr beschreibt das Programm. Eine Idee davon, wie das Programm hier aussehen könnte, haben wir schon. Wir werden gleich dazu kommen, rauszukriegen, was wir davon wirklich sehen und hören möchten. Vorher möchte ich noch ein paar organisatorische Sachen sagen. Ihr befindet euch gerade in einem Saal, in dem Teppichboden ist. In dieser Uni gilt folgende Regel: In Räumen, in denen Teppichböden sind, wird weder etwas getrunken noch etwas gegessen. Jetzt haben wir ein kleines süßes Problem, nämlich das Mittagessen wird nachher drüben aufgegeben werden und wir kommen nicht umhin, einen Saal zu benutzen, der einen Teppichboden hat. Also, bitte behandelt den so, als wäre das Mamas bester Teppich und es so, als wärt ihr irgendwie bei der Schwiegermutter zum Antritt. Genau. Ansonsten genießt die Sonne und esst draußen, das wäre wahrscheinlich ein unkompliziertes, dann dürft ihr auch so wie ihr wollt. Falls ihr noch Fragen zu WLAN habt, wendet ihr euch an Reinhard, ich glaube, das ist das Wichtigste. Ansonsten gilt, das Orga-Team, irgendwer hüpft immer von uns durch die Gegend und wir tun dann so, als hätten wir Ahnung. Wir haben auch jeweils die Telefonnummern voneinander und können uns auch noch mal kontaktieren, falls es Fragen gibt. Falls ihr irgendwie verloren seid und mal jemanden braucht, vorne im Foyer ist eine lange Liste mit Telefonnummern vom Orga-Team. Das heißt, benutzt einfach ein Handy, falls irgendein Notfall eintritt. Nächster Punkt, Notfall. Wir haben hier jemanden an Bord, nämlich den Hinrich, der im Zweifelsfall, falls irgendwas vorkommt, uns sinnvoll helfen kann. Zumindest kann er die erste Hilfemaßnahmen gut einleiten. Und
der da hat halt die Bücher. Also, ihr wisst, da ist jemand, der für euch, der euch besorgen kann, falls irgendwas passiert. Ja, ich glaube, das ist erstmal das Wichtige. Die Abendgestaltung werden wir heute in der Closing Session erklären. Jetzt geht es darum, was passiert hier eigentlich inhaltlich? Und dafür habt ihr ja schon mal ganz fürchterlich viele Zettel geschrieben, in denen sich Personen zu möglichen Themen bekannt haben. Ich habe jetzt eine kurze Frage. Haben alle ungefähr einen Überblick darüber, was auf dieser Wand draufsteht? Könnt ihr es jetzt einmal vorlesen? Wenn ihr sagt, ja, soll ich einmal machen? Dann lese ich einmal den Titel vor. Und wenn da irgendwas auftaucht, wo ihr sagt, der Titel ist mir jetzt zu kurz oder so, dann könnt ihr vielleicht nochmal einhaken und könnt sagen, was ist denn damit genau gemeint? Manchmal gibt es da so provokative Titel, die vielleicht vom Autor ganz klar zu verstehen sind, aber von dem Empfänger nicht unbedingt. Okay. PHP, Python und oder Ruby? MySQL Performance Tuning. Tier 2. Ask the Core Developer. Skalierbares Social Network in PHP. Qualitätssicherung in PHP-Projekten. Trace, ein Sprachfeature. PHP Unit, PHP Under Control. Propel, eine DB-Abstraktion in PHP 5. Why Access Records Suck. P2P Message Queuing in PHP. Document-based Databases, CouchDB etc. Reguläre Ausdrücke, Encoding, Sparkle, das HabariProject.org, aktuelle Situation bei Softwarepatenten, Amazon Web Services, Plugin-Entwicklung mit Typo 3, ORM-Discussion, Scaling Web Applications with MySQL Proxy, PHP is not Java. Web 2.0 und Security. PostgreSQL mit PHP. Build-Advising mit PHP. CAT-Workshop. Constraint-basierte Modellvalidierung mit Zen. Intranet ist unbekannte Wesen. Wirklich sichere PHP-Installation. MySQL Backups mit LVM Snapshot, Security Development Lifecycle, Metaprogrammierung mit PHP und Reflection, mit dem Send Framework vom Spaghetti Code zu OOP, Handpress, Majori, Volltextsuche als Webservice. Das ist ein Handpress. Handpress? Handpress, Sebastian? Ja. Ich versuche in einem Satz irgendwie zu destillieren. Assertion Framework. Ja, Assertion Framework. Das war ein Wort, das war kein Satz. Wer Sample Unit kennt, weiß, es gibt da sowas wie Assertion zur Zusicherung, wo ich sagen kann, ich möchte, dass jetzt ein Wert gleich einem anderen Wert ist. Und da hat es sich irgendjemand mal in der Java-Welt den Gedanken gemacht, das irgendwie zu vereinheitlichen über Programmiersprachengrenzen hinaus. Und das ist Hamcrest, das habe ich nach Perfi passiert. Okay. Ja. Hey, das war die Zeit. XPath, Virtualisierung in der Entwicklung, JSON und JSON RPC. Okay. Gibt es noch jemanden, der noch, nachdem er diese ganze Titellatine gehört hat, feststellt, es fehlt ein Titel? Was? Georeferenzierte Community-Portal habe ich vergessen, Entschuldigung. Ich habe eine Anmerkung zu den Softwarepatenten, das ist jetzt ja wieder aktuell und das geht nur heute. Die ist nur ganz natürlich. Aber das können wir ja gleich beim Fenster gewählt ist, verteilen, was wir dann kriegen. Ich habe auch das Gefühl, dass wir das weiter teilen, gibt es?